Nachwuchs gesucht. Von der Feuerwehrjugend zum Kommandanten. Alles ist möglich, wenn man sich für die Karriere bei der Feuerwehr entscheidet. Auch Daniel Schmidt, Kommandant der Brucker Feuerwehr, hat einmal ganz klein begonnen. Die Jugend ist das Herzstück einer Feuerwehr. Die Jugend ist wichtig auszubilden, wirklich für den Einsatzdienst, in den aktiven Dienst auszubilden, und deswegen suchen wir ständig Jugendliche. Natürlich in einem städtischen Bereich ist es doch schon ein bisschen schwerer, weil das Freizeitangebot für die Jugendlichen überhaupt in der Stadt ein sehr breites ist, und somit ist es uns ganz, ganz wichtig, Werbung zu betreiben, um wirklich die Jugendliche in die Feuerwehr zu bekommen. Maria, Alina und Maya sind drei der Nachwuchshoffnungen bei der Brucker Feuerwehr. Wobei Maya erst wenige Wochen dabei ist, aber das mit großem Eifer. Ja, beim Wissenstest, das hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe viele Dinge kennengelernt und... Und wie ist das bei dir? Du bist schon ein bisschen länger dabei? Ja, ich bin circa seit 3 Jahren schon da. Also ich war, glaube ich, 11, wie ich gekommen bin. Also es gefällt mir sehr gut, dass man halt viel mit anderen Leuten machen kann und dass man auch viel Neues lernt und ja. Und wie sieht das bei dir aus? Ich bin jetzt seit 2 Jahren dabei. Mir gefällt es auch sehr gut und ja, ich bin sehr froh, dass ich zur Feuerwehr gegangen bin. Und für alle, die jetzt Interesse bekommen haben und sich das Ganze einmal anschauen möchten, der Zugang ist so einfach wie nur möglich. Wenn einer konkret Interesse hat, soll er sich bitte am Montag, kann man immer Übung, um 18 Uhr bei uns melden. Einfach vorbeikommen, steht nichts im Wege, bei mir melden und er kann sich das Ganze mal anschauen. Und dann werden wir weiterschauen, wie das weitergeht. Ja, und wer weiß, vielleicht sehen wir hier schon die nächste Kommandantin der Brucker Feuerwehr. Ja, und wenn nicht, dann macht's auch nichts, denn... Kommst zur Feuerwehr, das ist richtig cool!